Die Preise für Strom, Gas und Öl sind im Winter durch die Decke gegangen. Man kam an dem Thema ja quasi nicht dran vorbei. Viele haben da nach einer Alternative beim Heizen gesucht und sind beim Holz gelandet. Ja, das ist erstmal eine ganze Menge Holz. Es gibt aber Experten, die sagen, durch das Heizen mit Holz könnte das einer der dreckigsten Winter seit Jahren, seit Jahrzehnten werden. Ich frage mich, stimmt das? Die Partikelbelastung teilweise deutlich höher ist als einer stark befahrenen Straße während des Berufsverkehrs. Wie drastisch ist der Kamin- und Pelletofenboom, also fürs Klima und für unsere Gesundheit? Das will ich heute rausfinden. Ich bin jetzt gleich mit Patrick Huth von der Deutschen Umwelthilfe verabredet. Er ist Experte für Luftqualität und kann uns einschätzen, wie groß das Problem wirklich ist. Aber vorher will ich von euch wissen, bei den gestiegenen Energiepreisen, habt ihr da die Heizung ordentlich runtergedreht? Was für Strategien habt ihr vielleicht entwickelt? Oder habt ihr euch nach Alternativen umgeschaut? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Dann geht's jetzt ans Feuermachen. Wenn man da die Preise vergleicht, lohnt es sich denn da zu Holz zu greifen? Man sieht es ganz klar an der Preisentwicklung, dass im letzten Jahr auch der Preis für Brennholz und auch für Pellets sehr stark angestiegen ist. Also bei Pellets ist es inzwischen so, dass das Preisniveau ähnlich hoch ist wie bei Heizöl. Was ist denn aus Klimasicht so das große Problem, wenn wir mit Holz heizen? Dieser Staub aus der Holzverbrennung, gerade bei diesen Kaminöfen, der enthält sehr viele Rußpartikel. Und Ruß hat eine bis zu 3200 Mal höhere Klimawirkung als CO2. Das heißt, das ist das, was auch als Feinstaub dann beschrieben wird? Also es ist ein Teil des Feinstaubes und Rußpartikel haben eine sehr dunkle Färbung. Die werden sehr weit getragen. Rußpartikel, die wir hier in Nordeuropa ausstoßen, sind teilweise noch auf den Schnee- und Eisflächen in der Arktis zu finden. Dadurch, dass die Partikel so dunkel sind, reflektieren sie weniger Sonnenlicht. Sie wärmen sich stärker auf und die Eisflächen schmelzen schneller. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt alle sagen, okay, ich steige jetzt auf Holz um beim Heizen? Das wäre eine Katastrophe, sowohl aus Luftreinhaltersicht, aus Klimaperspektive, aber natürlich auch für die Waldökologie. So klimafreundlich, wie es immer heißt, ist Brennholz also wirklich nicht. Es kommt aus Nachhaltigkeitssicht natürlich auch darauf an, wie viel Holz wir aus dem Wald entnehmen. Der ist ja schließlich wichtig für ein gutes Klima. Wälder entziehen der Umgebung CO2 und geben Sauerstoff wieder ab. Das haben wir wahrscheinlich alle in der Schule schon mal gehört. Aber nicht unbedingt, wie viel. Nach Berechnungen des Thünen-Instituts kompensieren die deutschen Bäume so etwa 7% der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Dafür haben die lebenden Bäume hierzulande rund 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden. Dieser Speichereffekt, der bleibt natürlich nur erhalten, solange das Holz nicht verbrannt wird. Außerdem ist der Wald Lebensraum und Grundlage für viele verschiedene Arten. Er kühlt seine Umgebung und kann sogar Hochwasser verhindern. Aber wie schädlich ist Heizen mit Holz eigentlich für unsere Gesundheit? Insgesamt ist es so, dass wir in Deutschland nach wie vor pro Jahr mehrere 10.000 vorzeitige Todesfälle durch Feinstaub haben. Wir haben in Deutschland ungefähr 11 Millionen Kaminöfen plus noch 1 Million Zentralheizungskessel. Und diese Anlagen stoßen mittlerweile deutlich mehr Feinstaub aus, als beispielsweise aus den Motoren von Fahrzeugen im Straßenverkehr kommt. Wenn man sich jetzt den Feinstaub ansieht, dann haben wir da sowohl kurzfristige als auch langfristige gesundheitliche Effekte. So kann Feinstaub zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder zu Krebs führen. Wenn ich jetzt selber keinen Ofen habe, aber meinetwegen alle Nachbarn um mich herum, kann man das auch messen, dass die Luftqualität da beeinflusst wird? Wir haben selbst oder auch Projektpartner von uns haben Messungen in Wohngebieten durchgeführt, wo sehr viel mit Holz geheizt wird. Und da sieht man ganz klar, dass die Partikelbelastung teilweise deutlich höher ist als einer stark befahrenen Straße während des Berufsverkehrs. Diese Schadstoffe, die da ausgestoßen werden, betrifft das eigentlich nur außen oder kann es auch sein, dass wir was Schädliches jetzt, wie wir hier sitzen, einatmen? Also wir haben tatsächlich auch in einem früheren Projekt schon Messungen in Innenräumen gemacht und es ist tatsächlich so, dass bei der Ofennutzung die Anzahl der ultrafeinen Partikel auch im Innenraum ansteigen kann. Auch Pelletöfen werden in den letzten Jahren immer beliebter. Von 2012 bis 2021 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Die Pellets, die werden aus Sägespänen hergestellt, einem Abfallprodukt. Das klingt erstmal ganz nachhaltig. Wie genau das abläuft, schaue ich mir jetzt in einem Säge- und Pelletwerk in Bayern an. Hier findet sich vor allem Holz, das zum Bauen verwendet werden soll. Ja, das ist erstmal eine ganze Menge Holz. Woher kommt denn das Holz, das Sie hier verarbeiten? Überwiegend aus der Region.
Manche Geschichten natürlich auch ein bisschen weiter, bedingt natürlich durch die Käfersituation der Vergangenheit. Meinen den Borkenkäfer? Borkenkäfer, ja. Der Borkenkäfer befällt ganze Wälder. Die Bäume darin können absterben. Im Sägewerk können die befallenen Bäume trotzdem weiterverarbeitet werden. Wie ist das Holz zertifiziert? Mittlerweile ist es eigentlich so, dass die ganze Forstwirtschaft zumindest PEFC zertifiziert ist, zum Teil auch FSC. FSC und PEFC wollen beide für eine nachhaltige Waldwirtschaft stehen. PEFC wird aber als schwächer eingeschätzt. Bei FSC sind die Kontrollen strenger und genauer. Hier wird jeder Einzelbetrieb geprüft. Am besten ist das Naturlandsiegel. Das bedeutet eine ökologische Waldwirtschaft, ganz ohne Kahlschläge, Pestizide und Dünger. Beim Zersägen der Baumstämme entstehen die Späne, also der Grundstoff für die Pellets. In großen Öfen werden diese dann getrocknet. Man muss sich vorstellen, wir haben einen großen Pizzaofen. Hinten legen wir die Sägespäne auf und am anderen Ende kommen sie trocken raus. Und anschließend werden sie gepresst. Fertig sind die Pellets. Jetzt hat das Holz nur noch eine Feuchtigkeit von 10%. Das ist wichtig, denn so entstehen beim Verbrennen weniger Schadstoffe. Gibt es ja aber auch starke Kritik am Heizen mit Holz, dass das alles andere als klimafreundlich ist. Was sagen Sie dazu? Das, was wir verarbeiten, ist jetzt kein Produkt, das wir extra für uns herstellen. Das sind Sägen-Nebenprodukte, also ich sage mal Abfall im Endeffekt. Und aus diesen machen wir Pellets. Zurück ans warme Feuer. Ich habe mir angeschaut, wie Pellets produziert werden. Ist das jetzt erstmal nachhaltiger, weil es ein Nebenprodukt ist, was eh anfällt? Sowohl bei Pellets als auch bei Scheitholz sind zwei grundsätzliche Fragen, die man sich stellen muss. Die erste Frage ist, gibt es eigentlich für dieses Holz andere Verwendungsmöglichkeiten? Und der andere Punkt ist natürlich die Frage, gibt es andere Heizalternativen, die besser sind, also nachhaltiger sind? Und da würde ich sagen, in vielen Fällen ist gerade im Gebäudebereich die Wärmepumpe die viel bessere Lösung. Immerhin, Pellets brennen gleichmäßiger ab und sind garantiert wasserarm. Außerdem kann man bei den Pellets weniger falsch machen, weil die Verbrennungsanlage automatisiert ist. Dadurch werden nicht mehr Schadstoffe ausgestoßen, als unbedingt nötig. Wenn ich jetzt schon so einen Ofen zu Hause habe, sei es mit Holzpellets oder solchem Holz, was kann ich denn dann tun, damit das Ganze dann möglichst nachhaltig ist? Also zunächst einmal ist es so, dass selbst bei einem neuen Ofen, wenn der optimal betrieben wird, der Schadstoffausstoß einfach sehr hoch ist. Insgesamt gibt es grob 5 Dinge, die man bei dem Betrieb eines Kaminofens beachten muss. Der erste Punkt wäre tatsächlich, sich mit dem Gerät auseinandersetzen und die Bedienungsanleitung lesen. Der nächste Punkt ist, dass man auf jeden Fall einen geeigneten Brennstoff wählt. Das Holz sollte maximal eine Feuchtigkeit von 20% aufweisen. Überprüfen kann man das mit so einem Holzfeuchtemessgerät aus dem Baumarkt. Auf gar keinen Fall behandeltes Holz oder Abfälle. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen alten Stuhl zu Hause habe oder sowas. Das sorgt für richtig hohe Emissionen und ist auch gesetzlich nicht erlaubt. Auch wichtig, dafür sorgen, dass das Holz optimal abbrennen kann. Dafür nicht zu viel Holz in den Ofen legen und auf die richtige Luftzufuhr achten. Am Anfang braucht das Feuer viel Luft, später etwas weniger. Aber auf gar keinen Fall zu stark drosseln, weil dann hat man den Effekt, dass einfach zu wenig Luft an das Feuer kommt und es nicht richtig brennt. Und sehr viele Schadstoffe entstehen. Und der 5. Punkt wäre dann auch auf den richtigen Nachlegezeitpunkt zu achten. Also wenn wirklich nur noch ganz wenig gelbe Flamme zu sehen ist. Und Patrick Huth hat noch mehr Praxistipps. Beim Holzkauf, auf was für Siegel lohnt es sich denn da vielleicht zu achten? Beim Scheitholz ist es sinnvoll, eben auf regionales Scheitholz zurückzugreifen, möglichst aus einem nachhaltig bewirtschafteten Wald. Weil Pellets genormt sind, kann man beim Kauf auf Qualitätsklassen wie EN+ achten. Bei dem Siegel könnt ihr euch sicher sein, dass auch Industrierestholz und chemisch unbehandeltes Gebrauchtholz zum Einsatz kommt. DIN+ kontrolliert zusätzlich dazu noch den Herstellungsprozess. Macht Aufrüsten Sinn? Kann ich da noch was verändern? Ja, also das ist tatsächlich auch unsere Empfehlung und sollte eigentlich gesetzliche Pflicht werden, dass man so einen Ofen, wenn man eben unbedingt mit Holz heizen möchte, dass man den mit einem Filter, also sogenannter Partikelabscheider, nachrüstet. Diese Filter sind beim Ofen nicht ins Gerät integriert, sondern die werden eben im Schornstein oder
an der Schornsteinmündung installiert und können deswegen auch nachgerüstet werden. Derzeit ist es noch relativ kostspielig, also ungefähr 2000 Euro kostet so ein Filter. Und welchen Einfluss kann das auf die Emissionen haben? Also wir haben das in Messungen gesehen, dass diese Filter besonders gut geeignet sind, um die sehr, sehr kleinen, also diese ultrafeinen Partikel herauszuholen. Und da sieht man eben Minderungsraten von über 90%. Fazit. Holz zum Heizen als nachwachsender Rohstoff klingt erstmal total grün und nachhaltig. Ist es aber nicht. Beim Heizen mit Holz können also Stoffe frei werden, die schädlich für unsere Umwelt und unsere Gesundheit sind. Wenn ihr jetzt schon einen Ofen zu Hause habt, könnt ihr aber ein paar Dinge beachten. Ihr könnt euren Ofen aufrüsten oder beim Holzkauf auf verschiedene Siegel achten. Einen Guide, wo ihr noch mal ganz in Ruhe nachlesen könnt, worauf ihr beim Heizen mit Holz achten könnt, damit es möglichst nachhaltig ist, den haben wir euch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Thema Heizen jetzt einfach nicht mehr loslässt, dann schaut doch mal hier. Mein Kollege Tobi hat sich mal angeschaut, wie man beim Heizen richtig Energie und Geld sparen kann. Und für alle, die zu Hause die Heizung runtergedreht haben und jetzt sehr viel heißen Tee trinken, hat sich meine Kollegin Maral das Thema mal angeschaut. Und an dieser Stelle freuen wir uns immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns noch ein Like und ein Abo dalasst.